So. Ja, ist doch geil. Du hast, brauchst keine Kohle holen. Da ist doch Kohle. Los, mach jetzt hinne. Kloppt das Zeug. Bleibt da stehen, ihr Arschgeigen. So, ich war jetzt mal in der Mine. Ich habe noch Platz geschaffen hier, ne? Bäume noch ein bisschen weggemacht. Den Zaun, glaube ich, noch verlängert, glaube. Ja, nein, weiß nicht. Komm schon selber durcheinander. Aber ich möchte ja auch, dass es ein bisschen vorangeht, ne? Ich habe jetzt für uns, für unsere Person hier das Haus hingesetzt. Und wir setzen jetzt vorsorglich, weil ich merke, wir brauchen demnächst wieder Leute. Wir kommen da gar nicht drum rum. Hier ist der Brunnen. Hier kommt noch ein Haus hin. Mal gucken, inwieweit der Boden sich hier anpassen lässt, wenn ich das Haus hier hinsetzen möchte. Ansonsten... Moment. Ich muss gucken, ob das... Ach, komplett falsch. Ja, so sieht's gut aus. Ja, aber dann ist doch gut, wenn es hier so hinkommt. So. Können Sie hier sich auch noch auslassen? Wir gehen jetzt Seile besorgen. Also Flachs. Und von mir aus auch ein bisschen Rinde, wenn wir mal welche sehen. Wir müssen jetzt Seile holen. Wir brauchen Seile. Dann habe ich unten bei uns noch in unser Lager die Möglichkeit gemacht, dass da noch Stämme gelagert werden können. Weil, große Steine, weil die nehmen die irgendwie nicht mehr von unten, obwohl dort die Fahne steht. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist. Des Weiteren geht das ja mit der neuen Axt ziemlich geil, schnell auch, ne? Also die dauern natürlich, aber die anderen Bäume gehen ratzfatz, aber super lange hält die Axt ehrlich gesagt auch nicht, ne? Dann habe ich vorne, bei vor dem Tor, habe ich einen Brunnen hingesetzt. Bei unserem Tor. Ja. Aber mit Flachs nicht so geil. Auch mit dem Schutz, ne? Das ist so eine Sache. Ich bin mal gespannt, wenn wir eine Patrouille einrichten, aber die braucht halt auch noch ein Schild, ne? Ich habe das kurz getestet, einmal zugewiesen, was dann so passiert oder ne, ob eben noch was benötigt wird. Und ja, sie braucht erst noch einen Schild. So, und wenn wir jetzt schon mal hier sind, nehmen wir jetzt auch noch mal Jotunblut mit, weil das wird jetzt nicht mehr lange dauern. Wir brauchen neue Leute. Das ist, wir können sonst die ganzen Arbeiten ja gar nicht machen lassen und kommen überhaupt nicht voran. Ich wollte es eigentlich vermeiden. Ich habe auch letztens noch gesagt, wir warten jetzt damit. Es geht leider nicht anders. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil das sind dann schon ganz schön viele Leute. Ich hätte es, weiß ich nicht, mir gewünscht, dass man nicht unbedingt so super viele Leute braucht. Keine Ahnung. So, wie viel habe ich? Reicht für noch einen. Einen können wir schon. Ja, suchen wir Flachs. Hier. Hier. Da ist noch was. Ja, wenn du eine Stelle findest, dann findest du auch viel. Ja, wir brauchen noch ein Messer, damit beide Jäger schon mal so ein Messer haben. Dann brauchen wir den Schild. Noch zwei Schwerter, eins für uns, eins für die zweite Wache. Ja, also dementsprechend auch zwei Schilde. Ja, das ist halt ein ganz schöner Aufwand. Vor allem, weil die Mine so weit weg ist. Aber es ist, wie es ist, ne? Also... Wie viel haben wir dann jetzt? 20, 30, 40. Möchte ich gerne. Wenigstens. Aber ich glaube, mit Flachs war es das jetzt hier wieder, oder? Ja, sieht so aus, ne? Na, dann isst zumindest hier noch ein bisschen die Zwiebeln weg, dass du deine Energie heilst hier, ne? So. Oh, hier ist doch noch was. Siehst du? Und da sehe ich noch was. Cool, cool, cool. Da.
So, dann haben wir jetzt die 40 Seile erstmal wenigstens. So. Ah, ich brauche für die für den Wachturm Fasern, okay. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Komm. Noch zwei Stück. Da, okay. Kein Platz. Geil. Samen raus. Möhre essen. Raus. Davon haben wir erstmal genug. Ich will das nicht. Weg. 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 So. Hier. So. Jetzt gehen wir zurück. Moment. Da. Ja. Geht voran. Guck mal hier. Kann man nicht liegen lassen. Müssen wir mitnehmen. Wir sind schon 75 Tage im Spiel. Heftig. Wie schnell die Zeit dann doch vergeht, ne? Weil die Tage sind halt echt saukurz. So, dann können wir die Seile reinballern, die Fasern. Dann gehen wir noch einmal gemeinsam zur Mine. Gucken, ob er ein bisschen Metall für uns schon gemacht hat. Oder sie, es ist ja eine sie jetzt. Es war ja erst ein Typ, glaube ich. Ja. Und dann können wir dann so langsam weiter noch ein bisschen gucken mit dem Zaun eventuell. Dann das Haus wird jetzt gebaut, unser Haus wird gebaut. Es läuft, es läuft, es läuft. Es könnte definitiv schlechter laufen. Ja, ich weiß nicht genau, warum das mit den Steinen nicht funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, da sind welche. Die Hölzer holen sie sich ja auch von da, aber die Steine wollen sie sich nicht holen. So, das. Und das. So. Und dann möchte ich diesen Huppel hier, der muss ein bisschen weg. Und das ist das Coole, deswegen ist der Stein auch hier, dass ich hier zumindest so rüber kann. Zack. Das hier können wir einmal kurz gemeinsam testen, weil ich einfach das wissen möchte. Und ich finde das sogar ein bisschen interessant und spannend. Wenn ich den jetzt hier so anfange. Ja, ist natürlich total schief. Aber ich kann das jetzt auch drehen, ne? Ja. Ja, perfekt. Mach mal so. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich das hier nehme, als Grundlage quasi, als Ausgangspunkt. So. Das müssen wir auch im Lager überall machen, ne? Wir müssen das Grünzeug wegbekommen, weil das einfach scheiße aussieht. Weil, also, beziehungsweise sieht das nicht scheiße aus, aber du siehst halt selbst nichts. Ja, es geht aber, ne? Ja, ja. Ja, ist doch cool. Weg. Dann haben die auch eine freie Sicht. Oder der eine zumindest auf dem Türmchen dann. Junge, das sieht aus. So, jetzt ist mein Werkzeug kaputt, aber es sieht ganz okay aus. Also so kann man es erstmal lassen. Hier müssen die weg. Dann kann ich hier, obwohl das kann man eigentlich erstmal so lassen. Aber Hauptsache, die haben hier eine ordentliche Sicht, mehr oder weniger. Wir holen jetzt das Werkzeug eben, damit ich das nicht vergesse. Und gucken mal, ob Metall da ist. Also ist ein cooles Werkzeug mit dem Angleichen. Mittlerweile komme ich damit auch relativ gut klar, muss ich sagen. Ja. Also es geht jetzt darum, einfach die Leute auszustatten. Unser Haus muss fertig werden und dann das Neugebaute da für die schon mal. Ich glaube, das ist der beste Weg. So, schau mal, nee, hier. Schau mal eben rein hier. Das, ne? Ja. Und unsere Minenarbeiterin, die braucht natürlich eine Fackel. Das hatte ich vergessen. Du hast doch da noch, ne? Mach doch jetzt mal bitte. Oder hast du schon? Warte. Nee. Hier. Habe ich meine ganze Kohle abgelegt? Okay, ich dachte, ich hätte noch was. Okay, dann nicht. Dann schauen wir nach. Hast du was für uns? Ja, warum läuft denn das hier nicht? Warum funktioniert das nicht?
müssen wir im Auge behalten. Irgendwie funktioniert es auf einmal nicht mehr so wirklich. Warum, weiß ich aber nicht. Könnte ich hier noch ein bisschen Kohle hinbringen? Das schadet ja nicht, wenn hier immer was ist. So. Dann können wir hier einmal was nehmen, das schon mal hier reinlegen. Zwei reichen ja in der Regel. Legen wir erstmal wieder weg. Wie wäre es denn, wenn wir hier mal kurzfristig... Alter, das ist manchmal... zwei Leute... Ja, wir brauchen halt jemand mit einer Fähigkeit hier wahrscheinlich auch, ne, aber ist halt im Moment nicht. Ja, ich sag's ja, wir brauchen Leute. Okay, wir nehmen einfach mal sie noch und gucken mal, welche Uhrzeit. Ja, ist heute eh nichts mehr zu holen, glaube ich. Na gut, belassen wir es erstmal dabei. Ich muss das versuchen herauszufinden, was da das Problem ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Absolut kein Schimmer, warum das nicht geht. Es ging ja auch erst. Irgendwie, entweder ist es zu wenig... Warte mal. Ich habe Sorge, dass das ein Problem ist. Vielleicht ist zu wenig Kohle im Feuer, im Ofen. Moment, das muss ich eben checken. Dass wir da auf Nummer sicher gehen. Wie war denn das vorher eingestellt? Das weiß ich nicht mehr genau. Aber, nee. Ach, Mann. Mach mal so. Mach mal so. Ich habe nämlich sonst Sorge, dass vielleicht, weil die Kohle ist ja dort weg gewesen wie nix, ne? Okay, wir gehen jetzt zur Mine. Und wenn wir wieder da sind, ist es ja bestimmt schon der nächste Tag. Und dann kann ich ja nochmal dort gucken. Dann müssen wir dort mal seilen, wenn die auch arbeiten. Ah, die sind natürlich dann jetzt beide gleichzeitig da, ne? Ja, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt nochmal zur Mine. Ganz leicht nach da, so. Ich hole dich rein, wenn wir da sind. So, und da sind wir. Dann schauen wir doch mal nach, ob hier irgendwas ist. Nö, aber die sammeln wir ja auch nicht. Oh, geil. Und ich habe natürlich mein Inventar nicht leer gemacht. Ich voll honk. Aber ist nicht so schlimm. Es läuft ja im Moment eh noch nicht mit dem Schmieden und da ist auch nicht noch mehr Platz. Ist ja eh schon voll. Ehrlich gesagt überlege ich, wie man das schafft, dass das Zeug bei uns im Dorf automatisch landet. Da habe ich im Moment ehrlich gesagt keine Idee, wie das gehen könnte. Lass mal kurz schauen. Die zwei, die würde ich jetzt mal opfern. Ist verkraftbar. Das kann noch raus. Können wir zumindest noch zwei mitnehmen. Ja, aber ist doch geil. Ich habe damit auch nicht gerechnet, dass jetzt hier so viel drin ist. Ja, cool. Dann sollen die jetzt losschmieden. Wir laufen nochmal hier hoch. Soweit ist das auch am Ende gar nicht, wenn man sich nicht verläuft. Ich habe jetzt auch die Markierung angemacht, dass ich auf dem Kompass sehe, wenn ich da hinlaufe. Wo ich hin muss, ohne dass ich auf die Map gucken muss. Genau, ich laufe zurück. Werde, oder... Nee, komm, wir machen das zusammen. Das geht relativ zügig. Dann schauen wir nochmal kurz bei dem Haus vorbei, was sie am Bauen sind, wie es da aussieht. Ja, die sind doch schon da. Soweit ist, weil die Map ist nicht riesig. Ich finde es aber gut so. Wie gesagt, ich habe das schon öfter gesagt. Ich brauche keine riesigen Maps, wo du dann stundenlang unterwegs bist. Nee, brauche ich nicht. So, hier könnte man eventuell noch einen Eingang irgendwo hinmachen. Das habe ich ehrlich gesagt ein bisschen verpeilt. Können wir das jetzt noch machen? Hier. Hier muss ein Eingang hin.
Würde ja auch gut passen, weil wir hier das so angepasst haben, ne? So. Ja, hier muss ein Eingang hin. Komm. Und wehe, das Tor passt jetzt hier nicht rein. Aber ich glaube, irgendwie kriegen wir es hin, aber es wird nicht perfekt, aber ist nicht schlimm. Doch. Mehr oder weniger perfekt. So. Ja, alles gut hier. So. Was brauchst du? Drei Stück. Ist doch ganz gut, oder? Ja, geht schon. Sollen die zu Ende bauen? Ja, die großen Steine, ihr seht's, die holen die einfach nicht, ne? Und hier ist noch gar nichts passiert. Oder nicht viel, sagen wir es mal so. Ja, nicht so geil. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Aber ist wie es ist. Müssen damit leben. Ich könnte. Nee, ich kann es ja noch nicht mir anzeigen lassen. Dazu müsste ja der Boden erstmal gemacht sein. Aber warum klappt das so schlecht auf einmal? Selbst das hier, das verstehe ich nicht. Klar, wir haben jetzt nur noch eine. Aber das ist ja nur jetzt nicht erst seit ein paar Sekunden hier, ne? Merkwürdig. Ja, wie gesagt, leider kommen wir nicht drum rum, relativ zügig noch mehr Leute zu holen. Ist nicht in meinem Interesse, ehrlich gesagt. Ich wollte es nicht, aber es geht nicht anders. So. Gut, bringen wir das Metall weg und dann wollte ich hier. Hier fehlen bestimmt auch die Seile, deswegen kommen die Steine hier auch noch nicht an. Obwohl, nee, das ist dahinter. Was kann ich hier einlagern? Seile und Fell. Ja, aber gerade Seile, ich leg die jetzt auch da rein. Dann können die sich die hier wenigstens holen, die Bauarbeiter. Ja, und wie gesagt, hier sind Steine, die nehmen die aber einfach nicht. Okay. So, eins am anderen. Ist hier noch Platz für mehr? Nee, ist schon voll. Eieiei. Ei, jei, jei. Kann ich das hier vielleicht noch irgendwo reinlegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier erstmal einfach. Ja. Aber das hier kriege ich, glaube ich, nirgends hier rein, ne? Scheiße. Dann müssen wir ein Jotunblutlager bauen. Das geht nicht anders. Mist. Kriege ich das hier noch hin? Ja, das sollte eventuell noch hier ganz nach vorne passen. So, zeig her. Hier. Yeah. Nicht rausgehen, sonst darf ich's. Hier. Machen wir. Jetzt müssen wir gleich wieder Seile rausnehmen. Oh Mann. Das würde ich hier nicht gerne reinlegen. Das möchte ich lieber bei unserem Handwerker noch reinbringen. Was brauchst du denn? Sechsmal Stock. Stocklager hatte ich doch auch hier. Da. Oh, wir müssen trinken. So.
Zack. Trink, wir machen die Flasche gleich voll. So, jetzt ist das mal richtig leer. Außer das, das bringe ich jetzt aber auch noch weg. Weil wir brauchen echt viele Materialien. Auch mit den Bäumen und so. Und wir müssen dieses Dingens ausbauen hier, unser Holzfällerlager. Das ist halt einfach so. Hier hat er jetzt ein bisschen was. Ich glaube, er hat auch zwischendurch bestimmt mal wieder die ein oder andere Sache hergestellt. 100% kannst du da nicht den Überblick behalten. Es ist jetzt 5:30. Die fangen um 9 an. Ich überlege, ob wir jetzt mal kurz warten. Ja, eigentlich wäre es ja sogar ideal, wenn die das zu zweit machen. Einer kann den Blasebalg benutzen und der andere kann direkt kloppen, oder? Eigentlich sollte das möglich sein. Mal ein Stock fehlt. Und lange Hölzer liegen doch hier auch ohne Ende rum. Ja, wir haben jetzt nur noch eine Bauarbeiterin. Das ist Kacke. Das ist einfach Kacke. Das ist auch nicht das, was ich will. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eben auch noch ein Haus zu bauen und dann nochmal Leute zu holen. Und dann verhungern sie alle. Weil ich mit dem Essen nicht mehr hinterherkomme. Da sollten sie ein bisschen nachbessern. Dass man... Das Essen sollte nicht so ein riesiges Thema sein. Das ist mir einen Tacken zu groß, das Thema. Komm, wir machen das Tor fertig. Es nervt mich. Das schaffen wir ja auch, bis die anfangen da unten. Ich möchte unbedingt noch wissen, ob die jetzt so ordentlich Metall herstellen. Wir brauchen das. Wenn das dann einigermaßen funktioniert, ich muss ja nur gucken... Achso. Achso, einer noch. Ich muss ja nur wissen, ob das überhaupt jetzt wieder funktioniert oder ob das wirklich am Verhältnis der Kohle zum Metall lag oder so. Weil wenn da gar nichts passiert, da können wir ja Eisen besorgen, wie wir wollen. Das bringt ja da nichts, ne? So. Ja, ist doch geil. So, jetzt runter. Macht euch an die Arbeit. Gleich. Tja. Wir sind hier mit Abstand die fleißigsten. Das ist auf jeden Fall Fakt. Junge, was hier alles liegt. Nee. Warte. Mach mal. Alter, ist doch nicht euer Ernst. Wieso vergammelt hier so viel Essen? Och, kaputt. Dein Ernst. Alter, ist das nervig. Der Regen zerstört ständig unsere Gebäude. Das ist schon ein bisschen arg übertrieben. Gut. Das war der letzte Stein. Warum kommen da keine neuen dazu? Er hat doch da einen neuen Platz, wo er die... So, machen die mal endlich was. Wo bleibt ihr? Wird Zeit? Oder geht das jetzt nicht wegen dem Wetter oder was oder wie? Hä, was ist denn jetzt los? Aha. Bist aber reichlich spät mal. So, jetzt, was passiert hier? Oh oh. Es geht bestimmt gar nicht, weil es regnet. Doch. Mal, kann man das eigentlich aufbauen? Nee. Ja. Ja. Du hast, brauchst keine Kohle holen. Da ist doch Kohle. Los, mach jetzt hinne. Klopp das Zeug. 3, 2, 1. Aha. Ja, nee, nicht. Bitte. Hol das Zeug da bitte raus.
Aha. Okay, zwei Leute hier zu haben, ist aber schon geil, ne? Okay. Da ist wieder ein Stein gekommen. Sie arbeitet immerhin. Also seht ihr? Die Hölzer holt sie sich, aber sie holt sich nie einen Stein darauf. Alter! Ach komm, das ist wirklich übertrieben. Es nervt. Es nervt. Ich werde mich darum jetzt auch nicht kümmern. Wir gehen jetzt los, holen nochmal Eisen. In der Zeit werden die ja vielleicht ein bisschen was für uns haben. Aber da setze ich jetzt einen Schnitt. So, da sind wir nämlich schon so schnell. So lange dauert es nämlich gar nicht. Ach, hier kann ich es nehmen. Okay, das ist jetzt dann aber doch ziemlich ergiebig. Ach du Scheiße, das habe ich gemeint. Die sind da drin. Bleibt mal stehen, ihr Arschgeigen. Ey, da kam ich ja genau richtig. Das war jetzt aber Zufall. Da ist noch mehr. Nee, was? Aber die geben auch nur ein bisschen Fleisch. Das kann ich jetzt aber nicht mitnehmen. Dafür haben wir ja auch die Jäger. Ich will hier das noch mitnehmen. Nee, nicht das. Wieso liegt hier überall schlechtes Essen rum? Ach du Scheiße, ich sehe gar nichts. Ja, ich schlage jetzt hier nicht noch was ein. Wo ist sie denn? Oh Mann. Hier. Ja, und irgendwann kommt halt so ein neuer Raum quasi. Und, nee, bleib mal hier. Gib mal eine her. Und dann sind die halt da. Ne? Die Arschgeigen. Ja, jetzt müsste man wieder überlegen, geben wir ihr auch noch eine Waffe und so. Ja, theoretisch wäre es nicht verkehrt. Aber die werden da nicht sterben. Die läuft dann halt weg. Dann, wenn sie mal im Dorf ist und ich dran denke, dann werde ich ihr noch so einen Knüppel wenigstens. Oder gebe ich ihr den jetzt einfach? Gebe ich ihr den? Ich gebe ihr den. Du musst das ja nicht weit tragen, da musst du halt im Zweifel ab und zu ein zweites Mal laufen. Komm, hier. Du hast doch einen Knüppel. Aber wir geben ihr trotzdem auch noch den. Und jetzt gehen wir zurück. Dann habt ihr jetzt diese Kackviecher gesehen, die sind nicht besonders schlimm oder so. Muss ich mir halt nur noch mal so einen Knüppel... Ich finde den Knüppel ehrlich nicht schlecht, aber ich möchte natürlich lieber... Okay, ihr habt Pause und lauft bis hier runter. Ich möchte natürlich schon gerne auch ein Schwert mal ausprobieren, so ist das nicht. Ja, macht ruhig, ne? Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, solange ihr nicht irgendwie krepiert hier. Habe ich jetzt das aufgesammelt? Ja, und nicht den Samen. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ne? Jetzt kann man wenigstens im Moment keine Samen sammeln. Ja, es wird halt irgendwie schon belebter und lebendiger, was ich eigentlich ganz cool finde, ne? Wir sind jetzt mehr Leute, das wiederum ist dann ja auch irgendwie alles geil und so. Ich find's nur schade, dass ich so krass gezwungen bin, so schnell immer mehr Leute ranzuholen, wisst ihr? Naja. Sobald das Haus fertig ist, holen wir noch ein paar Leute ran. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil die mit den Steinen das einfach nicht mehr machen. Ich weiß nur nicht warum. Ich hoffe, dass wenn ich dann nur einmal rausgehe aus dem Spiel und wieder reinkomme, dass es dann vielleicht wieder besser läuft. Wir haben jetzt noch 13 Tage bis zur Invasion. So, wir gehen jetzt noch einmal eben runter. Schauen nach, was sie uns so für Eisen hinterlassen haben oder wie viel. Und dann war es das für heute. Und dann sind wir richtig gut vorankommen. Hier, diese Erhöhung ist auch mehr oder weniger schön weg. Reicht's eigentlich so, kann man so lassen.
Hier haben wir auch ordentlich Platz. Da kann noch ein zweites Haus dann hier so dazwischen. Und dann war es das auch. Ich glaube, dann sollte das reichen. So, sind hier Steine drin? Nö. Ich weiß nicht, was das Problem gerade ist, ehrlich gesagt. Sie nehmen die halt einfach nicht. Ja, keine Ahnung. Ärgerlich. So, was habt ihr denn für mich? Achso, ich bin ja voll, logischerweise. Jetzt habe ich auf einmal so viel davon, die können das gar nicht so schnell bearbeiten. Oder verarbeiten. Aber lieber habe ich das, als dass ich das die ganze Zeit dringend brauche. Jetzt brauchen wir erstmal nicht in die Mine, jetzt müssen die uns so das Zeug auch fertig machen. 3 Stück haben wir geholt. Ich will mal hier kurz... Ist komplett leer. Okay. Okay. Ja, die Kohle ist schon wieder alle. Ich werde bekloppt. Hier ist auch nicht mehr wirklich was. Ach Gottchen. Ja, also Kohle geht weg wie nichts, ne? Das können wir schon mal festhalten. Das ist nicht so geil. Das müssen wir auch immer machen, bis wir mal endlich Leute haben dafür. Ah, wir brauchen Leute. Man merkt es sofort wieder. Es ist fast jetzt noch schlimmer, weil wir jetzt mehr Produkte brauchen, mehr Leute, also mehr Gebäude und damit mehr Leute auch für die Gebäude brauchen und so. Ja, ist schon heftig, was man hier so an Leuten braucht, damit das einigermaßen mal läuft. Klopp mal das hier noch weg. Was, das waren nur 3? Das kann doch nicht sein. Echt? Okay. Tja. Mit den Steinen ist es sehr ärgerlich, weil das bleibt dann an uns hängen und das zieht sich extremst. Dabei müsste sie einfach nur das Holen da hochbringen. So. Also sie hat ja keine andere Aufgabe. Hier wollte ich hin. Bin schon ganz durcheinander. 15 kriegen wir jetzt mit. Immerhin. So. Hätten wir das. Und da holen sie sich das ja auch von alleine. Wir brauchen da jetzt nicht. Ne? Jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Das bisschen, was sie gemacht hatten, habe ich ja genommen. Hier ist noch 1 drin. Aber aus 4 können wir nicht wirklich viel machen, ne? Was bräuchten wir denn jetzt ganz dringend? Ja, eigentlich noch so eine Axt, ne? Boah, ist das heftig. Wir brauchen so viel Eisen eigentlich. Heftig. Ach, da ist doch schon drin. Mann. Da war der Typ drin, der nachts gearbeitet hat. Jetzt weiß ich es wieder. Ja. Wieso geht das jetzt so schnell? Weil mehr Kohle drin ist oder so? Das hat doch vorhin viel länger gedauert, oder nicht? Ja, natürlich hat das länger gedauert. Merkwürdig. Okay, ich will mich aber darüber bestimmt nicht beschweren. Immer 6 Schläge. Habe ich mitgezählt.
Jetzt waren sogar nur 5, okay. So, hätten wir das schon mal gemacht. So, mach das aus. Wir wollen hier nichts verschwenden. Ja, jetzt heißt es warten, ne? Wir können jetzt diese eine Axt für unsere Holzfällerin anfertigen, was ja auch wichtig ist. Und so hier. Holen wir uns ein Stöckchen. Ich glaube, mehr brauchten wir dafür nicht, ne? Hätten wir das zumindest. Aber wir brauchen halt Leute, ne? Und das dauert auch, bis sich das einspielt, weil wir müssen dann auch wieder einstellen, dass hier einer regelmäßig das und das herstellt, ne? Hier. Zack. Jetzt suchen wir unsere Holzfällerin und dann als nächstes wollte ich ja noch das Messer machen, aber mir war das mit dem Holz fast wichtiger gerade. Ja, jetzt geht die Sucherei wieder los. Den nehme ich mit. Ärgerlich, dass sie die Steine nicht holt. Und irgendwie lagert unsere Kollegin auch hier keine ein im Häuschen hier im Lagerhaus. Ärgerlich. Müssen wir mal schauen, wo sie ist. Das muss in Zukunft vielleicht auch noch irgendwie geändert werden. Wieso waren da Schlafzeichen da hinten, obwohl da niemand liegt? Was ist denn da passiert? Muss ich nicht verstehen, oder? Hier auch. Wo sind die hingebackt? Stein. Koch. Ja, ist natürlich letztes Haus und wahrscheinlich die letzte Person. Oder ich komme nicht dran, weil sie da reingeglitscht ist. Ne, hier ist sie. Holz. Sie hat jetzt das hier nicht? Und das hier braucht sie nicht. Ich mache das jetzt so. Ich glaube, das ist auch für mich sogar besser. Nicht so gierig sein hier. Das, und sie hat solche Schuhe zumindest. Ja, ich sage ja, wenn was da ist, holen die sich das auch. Aber den Überblick zu behalten, ist ja fast unmöglich. So, den Brunnen zeige ich euch noch eben. Das hatte ich ganz vergessen. Ne, hier ist jetzt noch ein Brunnen. Sicher ist sicher. Oh, das war die falsche Taste. Kein Bock, dass die verdursten. Naja, und es wird Tag. Ist ja dann auch nicht schlecht. Dann machen wir hier schön gemütlich in der nächsten Folge weiter. Hier sieht es natürlich trotzdem aus wie Kraut und Rüben, aber es wird, außer das mit den Steinen, das wird irgendwie nix, leider. Schön, haben wir aber ordentlich was geschafft, das mit dem Metall läuft jetzt auch einigermaßen, da gucken wir dann auch nochmal ganz in Ruhe rein. Weiß nicht, wo das Problem lag. Mit der Mine, das funktioniert soweit ganz gut, sie hat zur Not etwas, um sich zu verteidigen, aber sie ist halt ängstlich. Das ist eben das, ne, alleine die Waffen sind eben auch keine Garantie, dass sie sich verteidigen. Ja, nächste Folge bauen wir das Haus zu Ende für uns, das Haus, und werden auch nochmal ein, zwei Leute schon mal holen. In der Hoffnung, dass es dann zumindest erstmal reicht. Ja, und so verabschiede ich mich hier von euch und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und ciao, ciao.